Es ist soweit. Half-Life 3 wurde noch nicht angekündigt. Dafür aber fucking Fallout 4. Und das bedeutet für Michi Fallout Boy, Obermeier und Julius, das stand so nicht auf der Website Bush, den wir hier im Hintergrund haben, die absolute Apokalypse. Für mich an sich auch. Ich mag Fallout an sich total gerne, aber ich bin längst nicht so ein Pro wie die beiden. Deswegen freue ich mich, euch hier heute begrüßen zu dürfen. Boah, wie ich mich freue, du. Du, ich sag dir, ich habe das gestern von dir ja erfahren, lustigerweise am Telefon, und bin dann zu Julius gelaufen und hab gesagt, Moment, also es war, wir haben ja dieses kleine Trailer-Teaser-Dings auf YouTube Hast und auf Facebook. Hast du verraten, dass das gar nicht echt so passiert ist? Dann ist genau so war es doch auch. Wir haben nur wir haben noch dich mit reingeschnitten. Bei uns unten war es echt genau so. Also Julius ist wirklich so, der hat das gehört. Er hat dann die Kopfhörer am Boden geschmissen. Adrian hat ihn dann zusammengeschissen und gesagt, bist du total bekloppt, das teure Gerät. Und, ja. Aber so war es tatsächlich. Ich fasse vielleicht mal kurz zusammen und ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich gleich korrigieren. Was ist bisher passiert? Gestern hat Bethesda eine Seite online gestellt mit Namen. Please Stand By, also einfach nur so, das ist halt die offizielle Fallout-Webseite, die halt jetzt woanders hin hält. Das können wir vielleicht mal irgendwie einfangen. Ich weiß nicht. Und da ist halt gestern dieser Countdown zu sehen. Wenn man in den Quellcode von dieser Seite reinguckt, sind da noch ein paar kleine Sachen drin gestanden. Zum Beispiel eine Nennung von dem Master Brain Roboter, den es in Fallout 3 schon gab. Mhm. Und es war versteckt die Bilder für Vorbestell-Buttons für Xbox 360, PS3, PS4, also für die neue Generation Konsolen und die alte Generation Konsolen. Das war das, was wir bis gerade eben wussten. Dann muss aber offenbar irgendein Dimpfel bei Bethesda über den Schalter gestolpert sein, weil diese Webseite war für einen Sekundenbruchteil online und da ist, wenn Adrian mal draufschalten kann, dieses Bild geleakt worden. Geleakt, mehr oder weniger. Ich muss kurz also Fallout 4 bitte aufsetzen. Soll wohl Spielgrafik aus Fallout 4 sein. Soweit ich weiß, ist, weil natürlich Reddit und alle Internetforen explodiert sind, das ist nicht das Einzige, was jetzt gleich um 16 Uhr noch enthüllt wird. Es wird wohl noch ein Video geben, genau. Weil nämlich irgendwelche Leute auch versuchen, aus diesem Video Bilder rauszugraben oder es wieder hochzuladen. Aber offiziell wird es das wohl erst um 16 Uhr geben. Und wir schauen es hier an und freuen uns. Boah, das ist schon geil. Das ist, wie gesagt, ich muss dazu sagen, kurz und auch für die nächste wahrscheinlich ungefähr dreiviertel Stunde, dass ich, wie gesagt, nicht der absolute Pro bin. Also ich habe den Dreier sehr geliebt. Aber ihn nicht, ich habe den, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft durchgespielt oder... Ja, ich tausendmal. Und habe damals Fallout 1 und 2 relativ kurz gespielt und Fallout Tactics damals, was ich seltsamerweise relativ cool fand. Das war ja ein bisschen verstehen. New Vegas gar nicht, aber das, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen gehypt. Also ich habe vor allem 3 und New Vegas bis zum Get-No gespielt. Also wirklich mit allen DLCs rauf und runter, nochmal neuer Charakter, anders ausgerichtet. Also da Michi, für dich als Gamer... Hallo! Aber Michi, du als Gamerscore Hunter, ich habe 100% in Fallout 3 mit allen DLCs und allen Erfolgen. Das ist gut, das habe ich nicht geschafft. Ich habe nämlich irgendwie, ich glaube, mir fehlt noch was von es mit Caesar's Legion, also alles auf Caesar's Legion und Böse zu spielen. Ja. Aber naja, das kann ja noch kommen. Was ich mir gedacht habe, was wir jetzt vielleicht so als kleinen Icebreaker zum Warmwerden machen könnten, ist auf diesem Screenshot, auf dem ewig viel drauf ist, ein bisschen rumgucken und dazu ein großer Applaus an Adrian, der da rumscrollt. Er ist der Scrollmeister. Ist er zu sehen, der Scrollmeister überhaupt? Oh geil, was so der leicht Kranichstand? Im Anschnitt, ja. Okay, also ist das der Kranichstand gewesen? Also ich hätte gesagt, wenn wir einfach mal jetzt irgendwie reinzoomen und von links nach rechts irgendwie anfangen. Geh mal ganz nach zur Seite, also noch ein bisschen weiter, dass man dieses Gewehr, also da siehst du halt irgendwie schon Gewehr und am unteren Bildschirmrand Nuka-Cola-Flaschen, was ja im Fallout-Universum so die Coca-Cola ist, und in Anbetracht dessen, dass da alles verstrahlt ist, hehe. Nuka-Cola, dann liegt beim Garagentor seitlich dieses kugelförmige Ding, das ist so ein Mr. Handy-Roboter, den du halt, das ist halt wie so Haushaltshilfen und die können aber dann auch zu Waffen umfunktionieren, wäre so halt so ein Roboter, der ist aber kaputt und liegt da. Und wenn du jetzt mal überhalb von dem Mr. Handy weiter reinzoomst auf diese Werkbank, dann sieht das aus wie so ein Pip-Boy 3000, den man am Arm hat. Also das ist dieses Multifunktionsgerät, mit dem man da eben Informationen über die Welt kriegt und Funk und Radio hören kann. Dann ist da hinten, wo ist denn unser Vault-Boy eigentlich? Der steht doch hier. Den habe ich doch eigentlich. Da steht hier. Der Vault-Boy verschwunden. Da ist der Vault-Boy.
Nicht ohne Wall, nicht ohne Michis Wallboy. Der hat, den haben wir uns geliehen, ausnahmsweise, und danke an dich. Genau, dafür. Das ist der, also so ein Wallboy steht da eben auch rum, dann oben drüber so eine Energiewaffe von der Brotherhood of Steel und das, glaube ich, daneben ist so ein Medigel oder das drunter. Und dann schiebt sich hier schon ins Bild in der Mitte diese Rüstung, das ist auch ein Power Armor vom Brotherhood of Steel. Ach, die hängt da ja. Seht ihr es richtig? Jetzt bin ich irritiert gewesen, erst ich dachte, das wäre eine Figur, aber wenn du da am Bein siehst, da fehlt ja was. Also da entweder hat diese Person weder ein Bein noch einen Arm oder es ist einfach nur eine leere Rüstung, was halt wahrscheinlicher ist, weil da unten am Boden die Einzelteile rumliegen, also die Rüstungsplatten dafür. Dann sitzt da ein Hund, was vermutlich Dogmeat sein wird, also so heißt ja immer den Hund, den man da haben kann in Fallout. Den hatte ich auch im Dreier. Da hinten irgendwelche Postkarten und sonstige Dinge und Nuka-Cola-Poster an der Wand. Heißt Julius, das, du glaubst wirklich, dass es an Fallout 3 anschließt mit Dogmeat oder wie? Es kann ja auch an Fallout 1 oder 2 anschließen. Also ich bin mir echt nicht sicher. Also es gibt auf jeden Fall die Brotherhood of Steel schon. Also glaube ich nicht, dass es irgendwie ein so krasses Prequel sein wird, dass es irgendwie vor dem oder zum Kriegsbeginn, also in der Fallout-Welt ist es so, dass im Jahr 2077 der globale Atomkrieg ist, der innerhalb weniger Stunden vorbei ist. Und Fallout 3 spielt dann 22, also 200 Jahre später. Leute, schön, wenn ich gerade kurz unterbreche, aber wir haben soeben die 1000 Zuschauermarke geklappt. Wie geil ihr seid, wie und geil. Das ist unser, Hammer. Das ist unser persönlicher Rekord. Rekord, ja. Wir hatten bisher nur 15. Ja. War ich jetzt der einzige Applaudierende? Heute sage ich nicht. Dankeschön, Jungs, dankeschön. Wie geil. Hammer. Heute sagen wir aber lieber nichts mit Bartfärben und so. Ja. Top-Schnitt. Wenn aber wir müssen jetzt weitermachen, weil Michi sonst aussteigt. Wenn du mal kurz reinzoomst, an der Stelle, wo du gerade bist, genau da, einfach reinzoomen, da ist so ein Radio unten rechts und das ist für mich das Allergeilste an Fallout, diese geilen Radiosender mit der geilen Musik. Und das war für mich das Beschissenste an den Fallout-DLCs, weil du in den DLC-Gebieten nie die Radiosender hören konntest, sondern immer nur so einen Notruf, der dann in diesem Gebiet abgesetzt worden ist. Ich hoffe, dass das im neuen Spiel nicht so sein wird. Ich weiß nicht, was das da im Hintergrund sein soll. Also Julius, erkennst du das? Das da in der Mitte jetzt, das ist also so ein kleiner Setzkasten oder sowas. Oder ist es ein... Also ich kenne diese Setzkasten halt, wenn du irgendwie so Sammelfiguren und so hast, aber wie das dann da umgesetzt wird, also kennst du nur noch vom Stür? Ja. Also die gab es ja auch für die Überraschungseifiguren zum Beispiel, also nicht im Fallout. Meinst du, dass wir jetzt gerade die Maus drauf ist? Da, wo die Maus gerade drauf ist. Genau, dieser Kasten quasi. Den ist das so ein Solarteil? Das kann auch weil sein. In New Vegas, da gab es doch diese eine Solarfabrik, die du glaube ich, auch in die Luft jagen konntest. Ja, du konntest diesen Laser dann da, genau. Mhm. Ja, geh mal weiter nach rechts, ob da noch irgendwas ist. Natürlich da ein Nuka-Cola-Automat mit dem, und da hängen an diesem, ich glaube, das, was da runterhängt, das sind das Bottle Caps, die da dranhängen, also so Flaschendeckel. Also das ist ja dann in der New Vegas, also der Fallout-Welt, die Währung, weil es halt das Einzige ist, was irgendwie, Geldscheine sind alle verbrannt, aber die Bottle Caps haben überlebt. Ich glaube, wenn man dieses Bild in noch höherer Auflösung hätte, würde man noch viel mehr Sachen erkennen definitiv können. Aber so generell, wenn das Ingame-Grafik sein soll, würde ich sagen, kann man sich schon vorstellen, oder? Also ja, das ist doch deutlich. Das ist auf jeden Fall drin. Was ich auch interessant finde, da haben die Kollegen Peschke und Stange und ich drüber gewettet, ob das Spiel wirklich Fallout 4 heißen wird. War ich mir nicht sicher. Ich hätte auch vermutet, dass es einfach nur Fallout heißt. Ja. Aber da steht, was sie ja gerne machen in letzter Zeit, ne? Fallout 4 quasi drauf, so ein Reboot. Interessant ja auch, wie gesagt, dass sie das für Last Gen auch angekündigt haben. Das ist witzigerweise was. Von diesem kurzen Leak hat jemand auch Packshots gezogen und da war nur PC, PS4 und Xbox One zu sehen, also PS3 und 360 wieder nicht. Ach so, aber angekündigt hatten sie es ja, ne? Es war auf dieser Webseite ein Bestellbutton zu sehen, aber das ist eben nicht offiziell gewesen. Kann sein, dass es halt einfach nur so als Baukastensystem irgendwo dasteht. Weißt du, so ein typischer GameSpot-Button, Order Now for 360 in PS3, weiß man nicht. Ist denn auf dem Ding schon was passiert? Nee, oder? Auf dem Countdown? Nee, da läuft momentan der Countdown, 5 Minuten. Oh Mann. Ja, ich bin mega heiß drauf gerade. Steckt mich auch an ziemlich. Das ist für mich wirklich das Spiel. Ja. Es gibt viele Leute, die dann eben ein Half-Life 3 haben wollen, aber für mich ist es das. Und ich habe das gestern witzigerweise. Ich glaube, es ging da um. Wir wollten ja Live-Command sowieso schon machen. Ja, genau. Und dann war dieser Termin und dann meinte ich halt zu André, dass ich runtergehe zu euch. Und dann meinte, der wird schon nichts sein. Ich meine, was soll sein? Sollen sie Fallout 4 ankündigen? Nein. Oder was?
Wie geil. Das ist natürlich, ja, für mich ist ja doch. Ich glaube, ich müsste damit öfter drohen, wenn dann mehr so Spiele angekündigt. Das wäre halt der Hammer. Ja. Du bist dann unser Orakel. Aber damit ich jetzt nicht zu weit vom Thema abkomme, aber trotzdem, um das kurz zu erwähnen, für mich ist ja dann gleich doppelt Grund zur Freude, weil das hier, eben Fallout 4 und natürlich wahrscheinlich jetzt Ankündigung auf der E3 von Dark Souls 3, was ich natürlich auch richtig geil finde. Da wollen wir jetzt gar nicht lange drüber reden, aber fand ich auch sehr cool. Es gab gestern ja auch diese Meldung, dass angeblich bei Sony Dark Souls 3 angekündigt wird, wieder mit Hidetaka Miyazaki als Game Director. Bin ich mir nicht ganz sicher. Könnte schon sein. Ich meine, die Kapazitäten hätten sie. Was ich so komisch finde, ist, dass das bei der Sony-Pressekonferenz angekündigt werden soll. Die haben doch jetzt Bloodborne und Demon's Souls. Warum wollen sie denn Dark Souls auch noch für sich vereinnahmen? Das war doch bisher das Multiplattform-Dings. Ja. Also, who knows? Also ich meine, es steht ja ein bisschen gegen die Aussage von diesem, wie heißt er, Miyazaki, glaube ich? Nee. Hidetaka Miyazaki, genau. Dass die ja eigentlich sich jetzt erstmal auf Bloodborne, auf eine Erweiterung von Bloodborne konzentrieren wollen und so. Ja. Aber who knows, aber wenn, dann wäre es geil. So, 3,5 Minuten. Gibt es dann irgendwelche Fragen, die Leute schon haben, oder beantworten wir jetzt gar keine Fragen? Wir können auf jeden Fall die dreieinhalb Minuten nutzen, um Fragen zu beantworten. Julius. Achso, darf ich vielleicht noch ganz kurz abgeben? Ich hätte gerne, dass jetzt, wenn es hier gleich der Vorhang fällt, dass wir irgendeine Nahaufnahme auf dem Elektrogerät sehen, dann kommt irgendein Lied von den Inkspots, es zoomt raus, man sieht irgendwie verrostete Sachen, kaputte Sachen, dann erkennt man ganz klar irgendwie ein bekanntes Wahrzeichen, vermutlich irgendwas von Boston, ich kenne mich leider in Boston überhaupt nicht aus, und dann dreht sich jemand in der Stahlrüstung um und Ron Perlman sagt aus dem Off, War never changes. Dann live. Dann werden wir live so sehen, wie Michael Urmer die Augäpfel explodieren. Ja. Wer macht dann den Schnitt eigentlich weiter, weil ich renne dann nackt durch München. Wir haben eine Live-Schalte dann zu dir mit der Facecam. Das wird super. So. Ja, dann gucken wir nochmal kurz. Das ist natürlich jetzt schwierig, auf 2,5 Minuten relativ kurz zu antworten. Was erwartet ihr von der Spielwelt? Kingdom. Das, was bei Skyrim vorgelegt worden ist, nochmal konsequent weiter ausgebaut. Also was ich an den Fallout-Spielen so schätze, ist dieses, was Skyrim ja auch gemacht hat, dieses, du läufst irgendwo hin und dann siehst du da, aha, das gucke ich mir jetzt an. Mhm. Und dann verlierst du dich in einem Abenteuer, was irgendwie 1,5 Stunden geht und dann, ach stimmt, das wollte ich ja eigentlich machen. Und ich finde, das ist das, was zum Beispiel irgendwie Dragon Age Inquisition versucht hat, bei Skyrim zu kopieren. Ja. Aber ich finde, die Dragon Age-Welt wirkt für sich so auseinandergerissen, weil es eben diese ganzen einzelnen Riesengebiete gibt und in denen halt dann so viel Graffel rumliegt, was man einsammeln kann, aber eigentlich interessiert es dich gar nicht. Und dieses wirklich, dieses Gefühl von einer zusammenhängenden Welt, durch die ich selber gehen kann, ich entscheide selbst, wo ich hingehe als nächstes, das ist es, was mich für mich Fallout ausmacht. Und mit der Rechenpower von den neuen Konsolen erwarte ich halt einfach, dass da jetzt noch mehr los ist. Es muss für mich gar nicht die Welt noch größer sein, weil man will ja auch irgendwann mal wieder. Finde ich auch. Ich meine, das hat ja zum Beispiel auch Witcher gut bewiesen, das ist riesig und trotzdem schaffen sie es irgendwo auch, wirklich das zu füllen. Und das ist halt immer wichtig, finde ich. Ich meine, wenn dann von mir aus auch ein Stückchen kleiner, Abzeit, du hast wirklich an allen Ecken und Enden was Cooles zu entdecken und Kleinigkeiten und Dinge, die du halt, ja, von mir aus auch irgendwelche Loks oder so, oder halt wirklich kleine Easter Eggs und so weiter und nicht nur eben Fläche, Ödland. Ich meine, hat ja der Dreier damals auch gut geschafft, muss man sagen. Also was ich auch ganz gerne mal hätte, wäre ein Bethesda Softworks Spiel, bei dem die Hauptstory-Kampagne the shit ist. Mhm. Weil bisher war es immer so, ja, okay, jetzt weiß ich ja, wo ich ungefähr hingehen kann, damit hier irgendwie Achievements aufploppen, aber so richtig geil war das bisher nie. Da waren die Nebenquests immer cooler. Leute, vielleicht sollten wir das kurz nochmal für alle Leute sagen. Wir schauen das jetzt live im Stream an und auch im Vollbild mit Ton. Ja. Also ihr braucht nicht umschalten, ihr könnt jetzt wirklich mit uns das zusammen sehen. Und Julius, du weißt, gell, wenn du zu laut bist, achte auf dein Mikrofon. Ja. Und nochmal jetzt 1266 Zuschauer gerade. 1266. Wie geil. Vielen Dank dafür. So, jetzt wird gleich der Moment kommen, wo wir alle zusammen sehen, wie die Webseite abkackt. Das wird so gut. Das wird auf jeden Fall passieren. Ich habe gestern schon gedacht, was ist denn, wenn es einfach nur so eine Ankündigung ist, so wie Fallout 3 wird jetzt auf dem 3DS kommen. Ja. Ja, cool. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, zu schnell, Jungs. 2, 1, 4. Haben wir laut? Ja, wir haben Ton. Aber es kommt nichts. Naja, warte mal. Wollen wir mal aktualisieren, oder? Geil! Ich weiß nicht. Ich traue mich gerade nicht. Magst du mal einen zweiten Tab aufmachen und es aktualisieren? Ja.
Mach einen zweiten Tab einfach. Die haben einfach den Countdown weggelassen jetzt. Ist ja fantastisch. Nee, ja, das ja, ist doch. So. Max. Nee, ich glaube, die sind einfach noch nicht ready. Die sind wie wir immer bei High Five Live. So kurz vor Ende noch. Mach mal noch vier weitere Tabs. Nein, Schwan. Aber aktualisier da nochmal. Aktualisier nochmal den einen. Ja. Oder so, im ersten hat sich da was getan? Boah, jetzt. Oh, ja, das war immer. Okay, das muss wohl. Was? Ja, die sind einfach noch nicht ganz ready gewesen, wette ich. Da kann man jetzt auch offiziell jetzt mal anerkennen, in dem ersten Tab, ist da was anders? Nö. Also man kann zumindest sagen, dass wir live gerade von Bethesda getrollt werden. Wo? Kann man da irgendwo reinklicken? Ja. Wieso kann ich denn den Text auswählen? Wie krass ist das denn? Ja. Und damit verabschieden wir uns auch. Das war doch eine gute Sache. Also aktualisiere einfach weiter. Es kann sein, dass man vielleicht nur ab und zu reinkommt. Ja, da muss man schon mal. Also was ich halt vorhin aus diesem Leak rausgesehen habe, es muss wohl noch einen Trailer geben, weil Leute eben Stills aus diesem Trailer veröffentlicht haben. Ja. Es gibt ja noch nicht mal ein Bild. Also jetzt hier. Ja. Ist da der Typ jetzt bei Bethesda, der diesen riesigen roten Schalter bedient, der ist jetzt gefeuert worden, ob das Leaks und jetzt kommt nichts mehr. Was? Guck mal in den Twitch-Chat, dann können wir den Trailer auf YouTube anschauen. Soll ich mal auf YouTube? Ja, mach mal. Nee, auf den Twitch-Chat, da wird der Link gerade gepostet. Ist egal, Bethesda Software. Ja, gib einfach ein. Okay, machen Sie bei YouTube, scheinbar. Gib einfach Bethesda, ja, genau. Gibst du es richtig ein? Softworks. Er blamiert sich gerade. Alles gut, Adrian. Wie ging das hin? Doom. Nee, Doom. Entschuldigung. Da ist er. Da. Official, oh Gott. Okay, Vollbild HD. Ja, Maximum. Adrian, jetzt komm schon. Alles gut, Adrian. Okay. Ready? Vollbild zu lassen. It's all over, but the poised on the brink of war, Vault Tech is reporting a record number. Dark Man! But me. Folks, it seems. Mr. Andy! We've got some breaking news. Stand by. It's all over. No, I'm dry. Sie doch sehr noch in Game aus. To forget about. How much I care for you. This is intact. We seem to have lost contact with our affiliate stations. Stand by. We do have coming in confirmed reports of nuclear detonations. My God. So right. Changes. Das ist wieder Washington, oder? Boy. Let's go, pal. God. So, Unterwäsche wechseln. So, warte mal kurz, da kommen noch. Schauen wir mal auch welche Konsolen und so. Vor allem auch schön langer Trailer. Vielleicht steht sogar Xbox schon ein Datum. Schauen wir wieder nur PC. Ja. Pass auf, wenn da noch ein Datum jetzt steht, aber wahrscheinlich nicht, ne? Na?
Kommt noch was? Boah! Oh, yes! Fuck, war das geil. Nicht schlecht, du. Aber was war das für eine Stadt? Ich dachte jetzt auch erst Washington, aber jetzt bin ich. Das war doch, also ich dachte, das Washington Monument wieder erkannt zu haben. Aber wir können uns das ja auch anschauen. Wir können jetzt auch ein bisschen Trailer analysieren, wenn du Bock hast. Geil. Dann machen wir doch das einfach mal. YouTube lässt uns das ja machen. Also ich bin total geflasht. Das ist 10-mal besser als. Nee, 10-mal nicht, aber es ist. Genau, ich hab gesagt, genau so wollte ich es haben. Mit dem Elektrogerät und Ausfahren. Law never changes. Ja, es hat echt genauso, wie du gerade gesagt und hast. Und auch echt lang und nicht und wieder. Und es sind auch die Inkspots sogar, oder? Ach so, das kann natürlich sein. Der Marco ist ja da unser. Marco sagt halt, dass es vielleicht Boston werde. Und das ist halt sehr wahrscheinlich, weil die Gerüchte sich halt die ganze Zeit halten, dass es Boston sein wird. Und ich kenne mich leider mit Boston nicht gut genug aus. Nee, ich auch nicht. Also es ist natürlich hier ein Rückblende immer zwischen 2077. Du kannst mal kurz stoppen, Adrian. Der Tag, an dem halt eben die Bomben gefallen sind und der Gegenwart, ich nehme mal eben an, dass es auch 2277 oder um den Dreh spielt. Was ja auch geil wäre, wenn du dann quasi irgendwie, ja, weiß ich nicht, beide Ebenen spielen könntest oder so. Dachte ich mir ehrlich gesagt auch, also ob das wirklich ein Spielelement ist, ja, dass man da in der Zeit springt oder ob das nur für so Cutscenes gemacht worden ist. Aber du siehst schon sehr viel gerade, ne, ja, davon. Ihr erinnert euch doch wahrscheinlich auch an diese VR-Mission? Genau, in Fallout, ja, 3, stimmt, ja, diese Mission, wo du auch kurzzeitig halt in dieser Gegenwart warst. Ja, das ist ja sehr interessant, weil das ja auch eine Paralleldimension ist, also eine alternative, ja, Gegenwart. Und das war ja auch sehr, sehr krass. Und wurde ja auch als einer der most memorable Videogame, ja, Moments of 2009. Lass mal nochmal weiterlaufen, dass wir vielleicht zu der Stelle nochmal hinkommen, wo man die Leute sieht dann. Ja, klar. Ja. Wie gesagt, das ist alles scheint in-game zu sein. Zumindest am Hund erkennt man also es deutlich. Also es wirkt sehr wie die Gamebryo Engine, also die in Skyrim auch zum Einsatz gekommen ist. Ich muss mal gucken, ob nachher das Logo zu sehen ist. Du schreist, wenn du pausieren lassen willst. Ja. Das mit dem... Oh, da waren gerade die... Nee, egal. Nee, ich dachte, ich habe es gesehen. Doch nicht. Also wenn man das spielen könnte... Und das wäre ja genauso wie diese, genau, wie Julius gesagt hat, diese VR-Mission, wo man das eben nochmal den Krieg sieht. Das ist auch um so ein Enclave-Helicarrier, ja, die dann später auch haben. Das wäre ja auch interessant, dass man sagt, keine Ahnung, es ist, entweder man springt zwischen zwei Personen hin und her oder so, könnte man zum Beispiel, ja. Oder ist es nur eine VR-Mission oder spielt man dann vorher den Verwandten oder was natürlich oder den cool wäre, ja, wenn das Intro ist. Dass du mehr oder weniger als, so wie in Fallout 3, da bist du ja, da wächst du ja auf als Kleinkind und dass du mehr oder weniger diese ganzen Grundzüge vom Spiel noch lernst als irgendwie, meinetwegen, dein Vater oder so, genau, oder genau, dein Urgroßvater oder genau, sowas. Und dann ein Schnitt kommt auf, genau, auf später, ja. Lass mal weiterlaufen. Stopp. Also können wir doch nochmal zurückgehen. Weil das ist ja dieses, also die... Stellen sich ja da alle gerade an, stopp, zu einem Vault-Tec-Bunker. Ja, genau. Also, dass die dann noch mehr oder weniger, bevor die Bomben fallen, da vorne stehen halt auch schon Power-Armor-tragende Soldaten rum. Aber es sieht echt sehr wenig aus wie It-Tec. Leute, 2000 Zuschauer. Nein. Das gibt's nicht. Jungs, Mädels, hammergeil, hammergeil. Das ist der Hammer. Hammer, richtig geil. Das ist der Wahnsinn. Ihr seid weiterlaufen. So geil. Mich ist gerade so in seinem Element. Ey. Oh, geil. Okay. Mhm. Machen wir weiter. Das war Ron Perlman doch, oder? Und das ist jetzt Vault 111, den wir, glaube ich, auch noch nie gesehen haben in dem Spiel. Und er kommt wieder raus, sehe ich gerade, ne? Also er kam wieder an die Oberfläche gerade. Weil du hast jetzt die Hand gesehen. Ja. Raus. Ist das... Also das könnte das Washington Monument... Also Washington Monument steht doch auf... Also auf freierem Feld, das ist wahrscheinlich ein anderes Moment. Ich habe 2000 Zuschauer gehört. Ja. Deswegen, Alter. Zu Recht, krass, ne? Krass. Sind jetzt wieder... Super. Lass mal weiterlaufen. Ich bin gerade am Analysieren. Nino, du kommst doch gleich auch noch, oder nicht? Was ich komme gleich auch noch, ich komme gleich zu Come On. Im dritten war es der Flugzeugträger, oder? Genau, da gab es eine Stadt im Flugzeugträger und das ist halt irgendwie so ein umgerüstetes Piratenschiff mit so Düsen. Sieht aber so das aus, aber auch... Könnte, ja. Kann mal jemand parallel irgendwie nach Boston Wahrzeichen gucken? Ob das ist? Ob es so ein Piratenschiff gibt? Wirklich eine Minute, nachdem der Trailer online ging, kam direkt die Pressemeldung von Bethesda. Krass. Also wirklich so,
Okay, Trailer ist on, bumm, erste Meldung. Ja. Wie cool. Ich komme gleich wieder. Freue mich. Jawohl. Dann machen wir mal weiter, oder? Ganz kurz, bevor wir weitermachen, könntest du mal noch ganz kurz auf die Webseite springen, Adrian, was sich da jetzt geändert hat, ob man da noch irgendwie mehr sieht oder es noch mehr gibt. Links kann man schon mal, nee, Moment, das musst du eh schon. Auf der ersten, die ist jetzt da. Erstmal wahrscheinlich komplett kaputt. Die ist wahrscheinlich hin. Nach was für einem Wahrzeichen suchen wir denn? Schau doch einfach mal nach Boston Wahrzeichen oder Boston Sites oder irgend sowas. Übrigens natürlich nochmal Hallo an alle, die uns grüßen. Bloß, wenn ich jetzt zu lang mit euch rede, wird mich hier ausflippen, weil er will jetzt analysieren, ich merke schon. Ja. Das hat ja schon zu lange gedauert, du gehst jetzt wieder. Bock mehr! Ja, dann springen wir nochmal auf den Trailer dabei, wenn die bei Seite gerade. Come On gehen wir dann auf die Leute noch ein bisschen ein. Das stimmt gerade. Natürlich, später gibt es ja noch ein Come On. Genau. Mhm. Schreiben wir Leute schon Boston Tea Party, ist natürlich auch ein guter Stopp. Das ist halt irgend so eine... Memory Den, dann Wellness. Memory Den, was? Wellness? Es hat so ein bisschen den Look von Megaton, also von diesem ganzen, oder überhaupt halt. Das sind im Hintergrund oben rechts fast mittig auch wieder Hütten, oder? Also diese Hüttengebilde wie Megaton, oder? Und mit den Lampen auch, wie hieß das, Little Lamplight, oder wie hieß dieses, die Höhle da im dritten Teil? Oder hieß das Lamplight Cave oder so? Nee. Also diese, wo die Kinder halt in dieser Höhle wohnen. Genau, wo die Kinder drin waren. Auch sehr geil. So viele geile Erinnerungen. Ja. Curly schreibt hier gerade, das Schiff könnte die USS Constitution sein. Kann gut sein. Mir nicht. Lass mal weiterlaufen. Stopp. Das sind da haben wir wieder die gelassen Tier drin. Das ist so ein Lasttier, genau. Das könnte hier, also und da hat sich offenbar irgendwie jemand ein Haus unter diesen Strommast gebaut. Oder? Unter so oder vor? Ich sehe es nicht. Doch, dass der vielleicht mehr oder weniger das Gerüst von dem Strommast verstärkt hat, um da halt so ein Haus reinzubauen. Okay, lass mal weiterlaufen. Stopp. Das sind wieder. Das sieht aus wie Power Armor. Ja. Also zwei Typen mit Power Armor. Oder sind das Mutanten? Nee, das sind Power Armor. Lass mal weiterlaufen. Warte mal. Achte doch mal auf die Körperhaltung. Ich glaube, Mutanten, oder? Achte mal auf die Körperhaltung. Kannst du mal zurückgehen? Die Körperhaltung von dem Hinteren sieht schon sehr, sehr super mutantig aus, finde ich. Kann das sein, dass es einer mit Power Armor ist und ein Super Mutant als Begleiter? Und das gab es ja in vielleicht Teil 3 Fox. Auch. Lass dir mal nochmal gehen, kurz, Adrian. Wenn es wirklich anschließt an, Teil 3. Lass nochmal laufen lassen. Ja. Wie sie sich bewegen, ja. Ja. Ja, das war ein Super Mutant, würde ich mich, glaube ich, darauf festlegen. Der ist ja auch anders gegangen als der vordere. War das eben so ein Robco-Roboter? Ich glaube schon. Ich kenne die nur so ähnlich, die halt da auch im Einkaufszentrum und so waren. In diesen da im Hintergrund, das sieht ja auch ganz interessant aus, wie da diese ganzen, also diese einzelnen Elemente aus dem Wolkenkratzer fehlen, dass da so schrottmäßig zusammengebaut ist. Stimmt. Okay, machen wir weiter. Stopp. Was geht da? Da war so ein Krabbenviech. Ja, so ein Krabbenviech, genau. Boah, die sind voll eklig mit den. Aber da gab es diese geile Mission, wo du in deren Bau rein musstest bei Fallout 3 und dann irgendwie die Paarungszyklen von denen analysieren musstest für dieses Überlebenshandbuch. Stimmt. Ja, stimmt. Eine der geilsten Quests, diese ewig lange und auch der NPC, mit dem du die halt gemacht hast, war ja so kaputt im Kopf einfach. Das ist aber, ist das ein Schiff, was da im Hintergrund liegt? So ein ausgehöhltes? Ja, oder? So ein Schiffswrack, wie so ein... Ach, das ganze Ding. Ja, ich habe das jetzt so erst als Highway gesehen, aber stimmt, das hat ja ein Skelett, also quasi so ein diesen Bauch. Ja. Schon in Fallout 3 war ja Rivet City, ist ja eine Stadt in einem Schiff. Ja, das kann also wobei das jetzt von der Umgebung her sieht es ja jetzt echt nicht aus, als wenn es wieder... in Fallout 1 Territorien spielen würde. Fallout 3 Territorien. Einer schreibt gerade, Moment, Esmarak schreibt gerade U-Boot, aber hatten. Es kann aber sein, dass es ein altes U-Boot-Wrack ist und obendrauf haben sie dann noch so Segel und so Zeug gespannt. Also von der Länge her kommt es wahrscheinlich. Ja, oder? Boah, ich bin leider kein Seefahrtexperte. Nee, oder ist vielleicht nur dieses rote Teil im Vordergrund oder gehört das da auch mit dazu? Das sieht aus wie ein Einzelding nochmal, oder? Ja. Der Chat schreibt gerade. Oder hast du es gerade schon gesagt, schreibt gerade ziemlich viel U-Boot. Ja. Und schreibt, dass es die USS Constitution würde ja in Boston stehen sogar, das würde passen. Ja. Und da gab es ja auch mal die Gerüchte. Einer schreibt noch Seattle. Seattle. Walla, walla. Okay, dann gehen wir weiter.
Also klar. Ziemlich sicher Boston wegen der USS Constitution. Der Marco sagt gerade was. Moment mal, glaubst du, was zu den Wahrzeichen rausgefunden, glaube ich? Ja, also wenn ich mich noch richtig an Vermächtnis der Tempelritter erinnere, ist das definitiv Boston. Also vor allem diese eine Kuppel, die man gesehen hat, die so gold ist. Die kommt gleich noch, die Verfassung unterschrieben oder sowas. Also ich sag jetzt bestimmt Mist, aber das ist auf jeden Fall in Boston, wenn ich das noch richtig weiß. Das ist irgend so ein Highway-Overpass, oder? Ja, das sieht danach aus. Und da ist der Hunti wieder. Wo ist der Hunti? Da im Vorder, in der Mitte. Ah, da, ja. Stopp. Ja, die Dinger. Boah, wie hießen denn die noch gleich? Diese Drecksviecher. Die so viel ausgehalten haben. Julius? Ich weiß es gerade. Deathstalker oder so? Könnte sein. Der. Ich dachte irgendwie was mit C oder. Ah, nicht Deathclaw, oder? Deathclaw, stopp, ja. Gut. Der Flo! Der Flo! Und damit verabschiede ich mich aus. Boah, da gab's so eine fiese Mission in, ich glaube, es war das in New Vegas, wo so eine Stadt ist, wo es nur vor denen wimmelt und dann ist in denen drin so ein seltener Medi-Power-Armor, ja, den man da rausbergen kann und boah, war das ein Geschiss, da reinzukommen. Ich muss bis ganz kurz mal schnell für der Oscar für den besten Kommentar jetzt gerade geht an, das muss ich dir kurz noch zeigen. Ja, und zwar? Und zwar, ja, Grotzi, nein, Moment, ich drücke down auf Ende, hab's gleich. Na, warum meldet er denn nicht? Eine Sekunde. Das war jetzt so schön. Ja, ich weiß schon, du bist wieder analysieren. Ja, ich kann ja was hier noch. Also im Hintergrund irgendwelche kaputten Schaukeln und Spielplätze. Also es scheint auch irgendwie unterschiedliche Zonen zu geben, die unterschiedlich bewaldet oder nicht bewaldet sind oder wo vielleicht mehr. Stimmt, das andere hat auch viel bunter ausgesehen. Ja. Ne? Ich frage mich, ob sie das auch ein bisschen mit Absicht gemacht haben, dass halt vieles an merkwürdige Momente aus Fallout 3 halt erinnert. Zum Beispiel der Spielplatz, das war ja auch total krass, wo auf diesem Spielplatz dieses Minenfeld war und dieser Sniper. Boah, stimmt, war das cool. Das war einer der krassesten Momente für mich in Fallout 3, weil du halt nichts wusstest. Der kam ja in keiner Quest vor. Du bist einfach da lang gegangen, auf einmal geht vor dir eine Mine hoch und schießt dieser Sniper auf dich. Ja. Und erst wenn du den halt irgendwie geschafft hast auszuschalten und dann seine Leiche zu looten, hast du halt erst über so Tagebucheinträge und so rausgefunden, wer war das eigentlich? Ja. Und das ist halt dieses Geile, das einfach du und das musst ist, selber entdecken. Das ist wirklich das Besondere an Fallout. Ich will das dann auch immer wissen, was da passiert ist. Ja, klar, das fand ich auch. Ich habe es in ganz vielen anderen Spielen, da wirst du zugeschissen mit Textfiles, aber die Umstände sind gar nicht interessant genug, dass ich jetzt Zeit aufwenden will, das zu erfahren. Richtig, und das ist dann immer so mysteriös gemacht, dass man halt Bock hat, rauszufinden, was da los ist. Teilzeitloop schreibt völlig zu Recht zur momentanen Überlegung, welche Stadt es dann sein könnte. Am Ende ist es Stuckenborstel. Und das finde ich natürlich sehr schön. Das war ja auch bei unserem YouTube-Ankündigungstrailer schon so geil. Jetzt habt ihr wieder gespoilert. Fallout 4 spielt in München. Übrigens schreibt... So, ich finde nicht mehr, dass die Seite wieder geht. Verzeihung, dass ich dich gerade nicht mehr finde. Doch, Anna von das. Die Seite geht wieder, die Website. Da können wir nochmal kurz hinschauen. Also das ist weiter zu falloutbestsoft.com. Okay. Hier ist offizieller Trailer. Aha, aha. /0 steht oben drüben. Okay, da kommt der Trailer. Kann man drunter scrollen? Kann man noch irgendwas... Ah ja, stopp, höher bitte. Also für Xbox One, PS4 und PC lässt sich vorbestellen. Also wir sehen da nichts von den alten Konsolen derzeit. Ja. Ich glaube, viele werden jetzt auch mal Newsletter abonnieren. Aha, aha. Ja, mal drunter. Hm. Okay, das ist nur ein Fehler. Aber auch der sieht schön aus. Ja. Übrigens auffällig, das wollte ich auch zu dem Trailer noch sagen, aber jetzt sehe ich es gerade wieder. Hinten auf dem Jumpsuit steht tatsächlich Vault 111 drauf. Stimmt. Ja. In Fallout 3 steht 101, also... Wie ihr jetzt sehen könnt. Und das ist auch am Ende des Trailers, das werden wir wahrscheinlich gleich noch sehen, der Fall, dass der Vault-Bewohner, der am Ende mit dem Hund gegen Horizont geht, das ist ja auch wieder eine Analogie-Szene zu Fallout 3, da gibt es ja auch dieses ganz bekannte Bild, wo die beiden zusammengehen und der hatte aber auch einen 111 hinten draufstehen. Hast du auch immer die Jumpsuits gesammelt? Ja, ich habe dann aus jedem halt, musste ich auf jeden Fall mindestens einen Jumpsuit mitnehmen, sonst war man ja nicht da. Und das war ja das perfekte Spiel für Horder, man konnte die ja alle im Haus aufstellen. Ach, hier übrigens mit deutscher Untertitel schon. Welcher war denn der mit den Garys? War das Vault 106, wo sie immer nur den einen Typen geklont haben und dann hast du irgendwie
Ich glaube, in Fallout 3 war das erste Mal drin und dann in einem New Vegas DLC hast du irgendwo am entlegensten Ende der Welt nochmal einen toten Gary-Klon gefunden, der bis dahin vorgedrungen ist. So cool. Ich weiß nicht mehr, welche Vault das war, aber ja, das war auch geil, auf jeden Fall. Das ist wieder, war wieder so ein Geheimnis. Das ist ja auch größtenteils dann über so Tagebucheinträge und so rausgefunden. Das war so geil. Wollen wir dann nochmal wieder zurück? Die Statue steht auch in Boston. Auf unseren Trailer ist wieder. Genau. Im Chat steht gerade Fallout 111 ist Fallout 1. Also Vault 111. Die erste quasi? Die, aus dem ersten also die, Teil, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ob das stimmt. Ja, das kann sein. Aber es wäre interessant. Dass es ein anderer ist, der da auch rausgekommen ist. Ich weiß es nicht. Ja, dann gehen wir mal weiter, oder? Fallout 4.com wird gerade ganz oft gepostet im Chat. Bitte? Fallout 4.com wird gerade ganz oft gepostet. Waren wir da nicht jetzt? Ist das die Seite? Weil ich dachte, unsere wäre Fallout.bethesda. Ja, dann probieren wir nochmal Fallout 4.com. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass es dieselbe ist, nur umgeleitet. Ja, schauen wir mal kurz, schaut ja nicht. Ist dieselbe, oder? Scheint dasselbe zu sein, ja. Ah, guck, ist eine andere. Nein, Enthüllung am 14. Juni. Also auf der E3. Ja. Gut. Glaubst du, dass es da schon ein Datum gibt, Michi? Das stand da. Stand da schon sogar. Also Enthüllung am 14. Juni E3. Achso, du meinst ein Release-Datum? Ich meine Release-Datum. Achso. Stand aber gerade. Achso, ob es dann zur E3 kommt, meinst du? Ja, weil Bethesda ist ja da, also jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so unglaublich weit im Voraus die Sachen ankündigen, wenn ich mich zurückerinnere. Haben die denn fürs Weihnachtsgeschäft sonst was? Doom 4 haben sie ja immer. Weiß nicht genau, wann es kommt. Ja, aber Doom 4 weiß ja auch keiner. Also ich glaube nicht, dass das zu Weihnachten kommt. Ja. Okay. Also, gab jetzt nur dieses Mini-Dings und damals auf der QuakeCon halt, Weihnachten, sportlich. Scrollen wir weiter runter, ist da noch was? Nö, dann. Dann machen wir oben dann diese Details und so Zeugs, Artikel Support, würde trotzdem sagen, erstmal den Trailer fertig, oder? Ja. Damit wir da noch ein bisschen gucken können. Ja, das ist hier so ein, wie die Enclave gerne benutzt hat, diese Helicarrier-Dinger und im Hintergrund wieder zerstörte Satellitenschüsseln. Wie ist die Helios-Station, oder? Diese Solar-Dingsbums, oder bilde ich mir das ein? Helios Power Station? Ui. Oh. Okay. Sorry. Kann sein, vielleicht verwechsel ich das auch. Warte, was war noch, war das die in Fallout 3? Ich glaube in New Vegas. Ah, okay. Ach ja, die. Das ist ja die, die man zerstören ja konnte, wenn man sich so entscheidet, ne? Wollen wir weiter? Stopp. Ah ja. Supermarkt. Zombies. Verlassener Supermarkt. Ist immer also, schön. Sind das dann Ghule? Oder sieht so aus eigentlich, aber. Es müssten Ghule sein, ja. Und die kaputt. Ja, vor allem auch immer in diesen. Das ist ja auch so eine U-Bahn-hallenmäßige Gegend und da sind die ja auch immer anzutreffen. Das ist übrigens meine Lieblingsquest in New Vegas. Die mit dem Tenpenny Tower, wo die ganzen Reichen drin wohnen, in so einer, wie so einer Gated Community. Mhm. Oh, und ja. Die Ghule, die ja durch die Radioaktivität entstellt ja sind, aber eigentlich noch ganz bei Trost sind, die dürfen da nicht rein. Und ich habe halt bei meinem ersten Playthrough halt so voll den Samariter gespielt, so Peace and Love, also schon auch gekämpft, aber halt versucht, alles irgendwie diplomatisch zu lösen. Mhm. Und dann die halt beschwatzt mit, ja, ihr seid reich und so, aber ihr habt doch so viel Platz, dass die doch auch rein, die tun euch doch nichts. Und dann spielst du halt vor dich ein bisschen hin, kommst irgendwann wieder zurück zu Tenpenny Tower, steht überall an den wichtigen Punkten nur noch Ghule rum, so, sind die ganzen Leute. Dann kommst du irgendwann, flacken halt die ganzen Leute tot im Keller. Und die so, ja, die haben genervt. Wir haben die umgebracht. Sau krass war das da. Und da war es halt auch so, wenn du die überreden wolltest, da konntest du halt auch teilweise, wenn du das falsche Argument genommen hast, das nicht mehr machen dann. Ja. Das fand ich auch geil. Du musst wirklich aufpassen, was du sagst. Und bei der Quest war es bei mir so, dass ich einmal bei einem Playthrough bin ich sozusagen erst in diesen Subway-Tunnel gelangt, wo die Ghule waren. Und dann ist es nochmal ganz anders, wenn du erst diesen Anführer der Ghule kennenlernst, der dann gerade versucht, irgendwie da reinzukommen, dann kannst du es auch aus einem ganz anderen Blickwinkel die ganze Mission erleben. Super cool. Stimmt. Also so eine Supermarkt gab es in 3 und New Vegas ja auch schon, genau, wo dann oft halt auch Banditen und so drin waren. Also das gibt es offenbar auch wieder. Und kann es sein, dass das jetzt deutlich mehr Physik-Engine ist? Wollte ich gerade sagen, vorher schon. Kannst du mal nochmal laufen lassen, die Szene mit den Ghoulen, Adrian? Dass da alles so rumfliegt. Sieht schon danach aus, ne? Ist natürlich. Also in Skyrim gab es natürlich, da flog ja auch alles durch die Gegend. Das ist nichts völlig Neues, aber es ist schön, dass das wieder gibt. Ja. Dieses Tor erinnert total an die Basis von der Brotherhood of Steel, wo die auch dieses breite Tor hatten. Da ist irgendeine Baseball-Statue zu sehen. Das könnte auch wieder. Was ist an Boston? Ist das Red Sox? Bostoner Baseball-Team?
Ja, ich glaube schon. Ja, sicher? Red Sox, ich könnte es dir nicht sagen. Oder es könnte auch hier, ist es dann nicht. Ich kenne es bloß beim ist das Schalke? Die Celtics. Diese weiße Raute. Also ich denke, dass wir als zumindest, also wir können mal schon mal das auf jeden Fall besetzen, dass das ein Schalke-Zeichen ist. Ja. Nee, aber ist das nicht sogar, sieht das Brotherhood of Steel-Logo nicht zumindest ähnlich aus? Das weiß ich gar nicht, wie das aussieht. Gar nicht im Kopf. Kann gut sein. Ich habe es gerade auch nicht unbedingt im Kopf, aber google das mal kurz, ob das nicht vielleicht sogar das Brotherhood of Steel-Logo ist. Aber ist das Brotherhood of Steel-Logo nicht so ein Zahnrad? Ich schaue gerade. Ja, sowas. Ja, stimmt, das ist ein Zahnrad. Aber es ist auf jeden Fall sehr farbenfroh da. Ich habe mich gehört, sorry. Es ärgern sich ein paar Leute schon im Chat über die Grafik, die ja scheinbar vor sinnflutlich ist und PS3 und bla bla bla. Also ich finde für ein Open World Dings, also ich habe auch gerade gelesen, es würde die Atmosphäre kaputt machen, hatte ich jetzt gerade nicht das Gefühl. Also ich meine, es geht immer einen Tick besser und keine Ahnung, aber wenn das die Atmosphäre kaputt macht, dann sollte man sich dann, vielleicht wird man mal überlegen, ob man so ein Open World Rollenspiel überhaupt spielen will, weil das... Ja. Wirkt also das doch wär, schon ziemlich nett. Ich würde nicht sagen, dass es der absolute Überhammer ist. Aber das nicht. Aber doch würde, schön. Ich würde, glaube ich, wenn es einer reinkäme und sagt, ich muss einen von euch totschlagen, dann darf ich sofort spielen. Sorry. Da Guys. Müsste hier der, wissen, dass hier der Pokémon müsste sofort draufgehen. Mich interessiert ja vor allem gar nicht so sehr jetzt wirklich, wie es grafisch aussieht, sondern auch wie die Engine an sich mit Animationen und so ist. Weil das ist ja bei Bethesda immer so ein Ding, dadurch, dass du so viel machen kannst. Ich hoffe, dass es genauso kaputt ist wie die alten Fallouts und die Skyrim, weil ich sage, das gehört dazu. Ich weiß, was du meinst. Das ist dieses ganze geile Reverse-Pickpocketing-Dingsbums, dass du Leuten, während sie dastehen, ihnen das Inventar aufmachen kannst und ihnen Handgranaten in die Hose tun kannst. Das ist so geil. Lauter solche Sachen. Oder was in Fallout New Vegas bis zu einer bestimmten Patch-Version auch ging, Leuten Uniformen von der Feindfraktion anziehen, während du mit ihnen redest und dann zuschauen, wie sie von ihren eigenen Leuten erschossen werden. So, so gut. Einer schreibt gerade, Moment, war ich nicht gewesen. Oh Gott, kannst du es lesen? Den Namen aufsprechen? Das Unknown 349. Nee, drunter? D7 Buch. Achso, gut. Ich würde gerne wissen, in welchem, sehe ich es gerade nicht, welcher Zeit das Spiel spielt, weil der Himmel ist doch sehr blau. Da hat er auch nicht Unrecht. Also ich finde, es sieht teilweise, sieht ja manche Gegenden viel postapokalyptischer aus, wie du schon sagst, und manche ist ja schon wieder fast möglicherweise aber auch gar kein wirklicher Storybezug, sondern einfach nur eine Designentscheidung, wenn du halt einfach ein freundlicheres Bild haben willst. Also so wie ja viele jetzt auch gewertet haben, dass The Witcher zu bunt sei zum Beispiel. Kann natürlich auch gut also sein. Ja, aber es ist schon so, dass verschiedene Gebiete sind verschieden stark betroffen. Auf jeden Fall, ja, kommt man auch gerade so vor. Also manches wirkt dann wieder ganz anders. Gut, machen wir mal weiter. Schau, das ist ein iBot. Und was hängt hier? Baseball, Bull Store, Swatters, Custom. Also irgendein Baseballladen. Dann hinten ist ein. Was? Power Door? So ein Café, oder? Ja, sieht ganz so aus. Ja. Also auch irgendeine Shanty Town, die aussieht wie Megaton. Machen wir weiter. Schau. Was ist das? Was steht oben? Da steht ein City-Name schon. Cities. Diamond City? Diamond City, ja. Ist es Diamond? Und dann City muss es sein, ja. Sun Surplus, oder? Ja. Also dann ist das hier so ein Laden von Diamond City. Scheint mir auch, dass das mit dem Baseball-Dings vielleicht so ein Waffenladen ist oder so, weil da hast du den Baseball mit Nägeln dran. Stimmt, ja. Den Baseballschläger. Stimmt. Ist halt geil, dass der Waffenladen halt auch wie so ein Straßencafé halt aufgemacht ist. Ja. Was ist denn das in der Mitte? Ist das eine, also diese, was aussieht wie ein Baseballspieler? So Monolith? Lass mal weiterlaufen kurz. Schau mal, siehst du den Typen? Der aussieht wie der sieht sogar aus, als hätte er Baseballkleidung. Ich meine, den da unten vor der Tür. Ach, stimmt, ja. Der sieht sogar aus wie ein Baseballspieler mit der passenden Kluft. Das wäre ja auch geil, wenn es wieder so eine. Das fand ich ja in den alten Fallout-Spielen schon so geil, wenn gegenwärtige Popkultursachen total missverstanden werden. Mhm. Wie zum Beispiel in New Vegas, wo es ja die Kings gab, die halt alle dachten, dass Elvis Jesus ist, weil sie halt nur die paar Platten gefunden haben und dann beten sie halt alle den King an. Wenn es halt vielleicht irgend so ein völliges Missverständnis davon gibt, was Baseball damals war, dass die halt glauben, dass die Leute gegeneinander gekämpft haben. Keine Ahnung, so ein Joe DiMaggio oder so, der dann, ja, stimmt. Dass so Gladiatoren waren. Was, them I care, ham I care. Keine Ahnung. Machen wir ein bisschen weiter, oder? Es erinnert aber irgendwie von der Farbgebung, finde ich, auch total an Rage.
Also das von IdSoftware ja auch war, was ja auch ein Endzeitspiel war, aber was insgesamt farbenfroher war als Fallout 3. Ist da noch was zu sehen? Cam-I-Care. Ganz kurz, Jungs, wenn jetzt weitere Beleidigungen teilweise im Chat, dann fliegen die passenden Leute auch raus, wenn ihr da Bock drauf habt. Weil, ich ist gerade eine geile Sache von daher. Gebannt, ja, kommt ja der nächste. Achtet da bitte drauf. Siehst du das im Hintergrund, wie hoch da diese Gebäude sind und wie das aussieht hinten links? Stimmt, ja. Ist das so ein Schiffsbauch oder wie so eine Bohrplattform irgendwie? Crazy. Ja, gehen wir ein bisschen weiter, oder? Ja. Das ist das, was Marco vorhin meinte, dieses Reiterdenkmal, oder? Hast du das wiedererkannt? Schweigen. Also eine Stadt, wo ein Reiterdenkmal ist und ein Zeppelin. Gab es in den bisherigen, gab es keine Zeppeline, oder? Nee. Hat man so nicht gesehen, aber diese Suchscheinwerfer, sehr atmosphärisch. Ja, was ist das für ein... Oh Gott, warum... Ja, wenn mein Chat gerade nicht rumspringen würde... Entschuldigt ja, bitte. Machen wir doch einfach ein bisschen weiter, während die anderen hier Ghostbusters spielen. Julius, was? Bitte? Hast du nicht gerade was gefragt zu dem Bild? Ich habe gefragt, die Farben, also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Fahne ist oder was das für... So, also tschüss, Repol. Fenster halt. Ja. Was amerikanisch-historisches, sagst du? Ja. Das ist ganz genau, weil das ist für die Leute auch sehen. Also wie gesagt, also, was es ja in Fallout 3 auch schon gab, sind ja dann, dieser eine Roboter, der die Verfassung unter Washington beschützt hat, wo es dann so ein Museum gab und der dann aber auch völlig fehlgeleitet war und im Hintergrund hinterher gesehen hat, dass der eigentlich irgendwie völlig falsche Ideale irgendwie vertreten hat. In welchen? In Fallout 3 war das, glaube ich. Da müsste unter Washington so ein geheimer Bunker sein, wo der dann lauter wichtige Dokumente der amerikanischen Geschichte aufbewahrt hat, aber da fehlte eben auch immer zwischenrein lauter Sachen, dass es eben... Wenn man den Kontext kennt, weiß es, dass das alles eigentlich ganz anders zusammengehört, aber das halt so zusammengereimt hat. Habe ich jetzt auch nicht mehr genau im Gedächtnis. Wollen wir ein bisschen weitermachen? Was haben wir? Stopp. Das hier ist das Brotherhood of Steel, das ist das Enclave. Dieser Power Armor. Weil der Helm. Da musste so der Julius eher helfen, weil. Das sieht eher wie Enclave aus. Weil ich glaube, die Brotherhood of Steel hat nicht diese Schulterplatten, die so weit nach außen gehen. Wenn es aber die Enclave noch gibt, weil soweit ich weiß, wenn du in Fallout 3 dann John Henry Eden bezwungen hast, dann zerfällt die doch. Oder gibt es sie dann nur in dem... Es könnte auch eine andere Power Armor sein von was ganz anderem. Ne? Also die Tesla ist es nicht, weil die hat ja was auf dem Rücken. Ja. Und aber die Brotherhood of Steel hat doch diese Ventilatoren auf den Schulterblättern drauf. Ja, stimmt. Aber ja, vielleicht gibt es da ein neues Regime. Wir sehen ja auch gerade schon wieder so eine Reklame. Vielleicht kann man da was erfahren. Was ist das? Gasoline? R&R, so irgendwas mit Raketentriebwerkzeug. Hat vielleicht was mit der Rakete zu tun, die da in diesem Kinderbett... Wo siehst du das? Wo? Diesel. Gehst du mal mit der Maus drauf? Und dann hier. Ah, das kann sein. Ui! Das ist der Boston. Der Adrian, der haut's denn aus. Das kann gut sein. Oder ist das nochmal Diesel? Nee, Diesel kann das sein. Das sieht aber... Crazy. Wobei Gasoline, Diesel, vielleicht ist es dann trotzdem eher... Hier wird gerade geschrieben, dass das entweder die T41B oder die T51B Power Armor ist. Okay. Es gab ja auch die nicht zugehörig waren zu den speziellen Fraktionen. Mhm. T51B. Ja, dann fahren wir ein bisschen weiter, oder? Ja. Vielleicht hätte ich das dann nochmal besser gesehen. Das sieht aber schon stark nach Boston. Das kann echt gut sein. Weiß ich nicht. Steht da oben Fallout? Fallout? Das wäre ja geil. Oder das gute alte Fallout-Parfahren. Sieht man das? Also lass mal weiterlaufen. Und über zwei Augenblick. Nach Fallons, oder? Ja, das haben sie mit Absicht gemacht. Ja, das kann gut sein. Ein kleiner Teaser. Oh, GNN gibt es wieder. Galaxy News Network, oder? Oder GNR, Galaxy News Radio, war doch hier der mit... Genau, wollte ich gerade sagen, da freue ich mich am meisten. Oder Good morning everyone, this is Three Dog! Und Three Dog ist ja wohl auch wieder dabei, also der Sprecher hat... Der Sprecher hat ja getwittert, dass er Aufnahmen gemacht hat, ne? Ja. Cool. Das ist natürlich die Frage, ob er irgendwie sich umlokalisiert hat dann, oder wie das halt... Also Melodia schreibt Gasoline Diesel Boston, denkt er auch. Na gut. Na dann. Das... Aber scheint ja eh sehr eindeutig mittlerweile. Bloß weil wir die Monuments nicht kennen. So, weiter würde ich sagen.
Stopp, das ist die Kugel, die du meintest, Marco, oder? Ja. Diese Kuppel. Also dann ist das wohl... Haben die Templer was versteckt, wenn ich da so wirklich hinstand? Also Steve McBee schreibt, es ist Boston. Googelt mal nach Rider Statue Boston. Ah, dann war das dieses Rider-Denkmal auch, ja. Epic schreibt, ist euch aufgefallen, es gab keine einzige Nuka-Cola-Referenz. Vielleicht kennt man noch irgendwas. Aber auf dem Bild. Auf dem Bild gab es die lieber. Ja, ganz am Schluss ist doch das aus dem Bild zu sehen. Da ist jeder doch am Nuka-Cola-Automaten vorbei an die Flasche. Also, da musst du genau schauen. Es tut mir sehr leid, Michi. Es gab doch sogar diesen Song dazu, den im Spiel irgendwie jemand singen konnte. Nuka-Cola, Nuka-Cola. Man kann doch dieser einen, die ist doch so eine verrückte Nuka-Cola-Sammlerin, der musste doch diese ganzen radioaktiven Flaschen bringen. Stimmt, ja. Und dann kriegst du was. Ich glaube, dann singt die, das weiß ich nicht mehr genau. Oder es war eines von diesen Kindern in Little Lamplight. Das kann auch sein. So, was, das da unten kann ich wieder nicht lesen, was so mittige rechts auf dem Gebäude steht. Labs, three, keine Ahnung. Lass mal weiterlaufen. Da hat sich schon was aufgeploppt gerade. Ah, das ist hier der... Das ist ja auch geil, wie das so bunt angemalt ist und mit so einer Sonne. Das hier ist ja ein Vault-Zugang. Aber so hat man die, glaube ich, noch nicht gesehen, dass die nach... Also in Bethesda-Spielen waren die bisher halt immer Türen und nicht so Looten. Und, ja. Und da ist auch wieder Power Armor und Leute, die da irgendwie... Und Wissenschaftler... Die, und der mit dem Klemmbrett, der zählt da wahrscheinlich auch nach, wer da jetzt reinmarschiert, weil da ja nur ausgewählte... Leute rein dürfen. Bin auch gespannt, was wieder das Experiment in 1.11 dann ist. Also in jedem Vault ist ja mehr oder weniger ein Szenario, ein Experiment durchgeführt worden und das ist ja so geil, das immer rauszufinden über Textlogs und was du dann da noch an Hinterlassenschaften findest, was da passiert ist. Und da ist es ja wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr interessant, weil ich tue mich oft bei Fantasy-Rollenspielen und so halt echt schwer, so schön, dass das alles ist, aber mich da, bis ich mich da reinlesen, so, mir ist das oft einfach zu viel und das... Damit kann man sich halt auch, wenn ich jetzt sage, ein bisschen besser identifizieren. Naja, doch, an sich schon, weil du halt sagst, irgendwo so zwar ein bisschen veränderte Realität und so, aber beim anderen ist es halt so, ja, der Gott bla 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 und das Monster bla 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 und die Sage so und so und da kannst du halt, es ist für mich einfach zugänglicher irgendwo und interessanter tatsächlich. Und auch wieder der Wechsel zwischen halt Gegenwart und Vergangenheit. Ja. Das fände ich halt richtig geil. Wenn sich das da mehr damit beschäftigt, wäre ich total begeistert. Tommy Games stellt eine sehr interessante Frage, das frage ich mich auch, ob es wieder dieses VATS Zielsystem geben. That's. Ja. Das will ich auf jeden Fall zurückhaben. Also ohne fände ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt, weil das war wirklich so, ich weiß noch, als man dann so gesagt hat, ja, wird es dann was und so, aber das war ja fantastisch. Also ich wäre auch damit d'accord, wenn man halt einfach nur, du machst Wets auf und hast ja keine Option mehr, außer ganzes Magazin in die Nüsse, würde ich aber trotzdem. Ja, also eine coole Zeitlupe halt und es explodiert irgendein Körperteil. Ja. Das war schon immer gut. Ach, toll. So. Gehen wir ein Stück weiter. Ja, hier. Ja, die haben es nicht mehr geschafft. Da war auch schon zu. Denen geht's gut. Da hast du deinen Nuka-Cola-Automaten. Mensch! Ich frag mich jetzt, ob das echt nur so für den Trailer so gemacht ist oder ob das wirklich so ein bisschen diese persönliche Story des Hundes beleuchtet, weil man hat ja auch am Anfang gesehen, seine Familie sozusagen, also die Familie des Hundes, wie er mit der interagiert hat. Und jetzt trifft er halt hier auf den Vault Hunter. Nee, Vault Hunter ist aus Borderlands. Den Vault-Typen. Ja, wobei du das in der Vergangenheit nicht siehst irgendwo. Also man kann ja auch gar nicht von der Zeit her, aber... Was meinst du jetzt genau? Was sieht man nicht? Ja, so hätte ich halt eher gesagt, keine Ahnung, es wird sich zum Beispiel womöglich eine Storyline von dem Urgroßvater des jetzigen Typen, also aus quasi der Vergangenheit vor der Explosion oder vor dem... von der atomaren Explosion bis hin zu jetzt ziehen quasi. Und das könnte sich ja von mir aus abwechseln oder so. Wie es dann mit dem Hund ist. Könnte derselbe Hund sein? Nee, dann nicht. Nee. Der Hund tut ja gar nicht. Deswegen meinte ich eben, weil den Hund siehst du in der Vergangenheit eben nicht. Ja. Doch. Nee. Das ist immer nur, also statt dem Hund ist ja dann dieser Mr. Handy zu sehen. Also der Hund läuft ja nur durch die Ruine durch, wo vorher ja noch... Da kam noch ein Flashback und dann hat er an dem Kinderbett da... Ja, gut, schon als hätte das erlebt, aber er war nicht dabei, oder, in der Vergangenheit? Ach, meinst du, das war quasi so nur so eine Vorstellung von dem Hund, was sozusagen und das weiß passiert ich nicht. Ist? Das könnte sein. Ich glaube, der Hund denkt da nicht viel. Der hat gerochen, dass da was war und ist reingelaufen. Nee, dass der Hund halt das sieht, was war und nicht, dass er selber mit drin war. Also dabei hast du, bei den Flashbacks hat man zumindest nie gesehen. Da hat man ja dann nur die Familie gesehen mit dem Baby. Ja, also aber selbst wenn, der könnte keine 200 Jahre alt sein. Das ist ein super Hund. Das ist Kommissar Rex. Wenn das ein Mutanthund ist und der einfach...
Vielleicht bist du auch Tobias Moretti. Warum ich aber eigentlich hier anhalten wollte, ist, dass man den Pip-Boy da sieht. Ja. Und ich bin leider nicht belesen genug. Ich würde sagen, es ist einfach der gleiche Pip-Boy, den man schon, also Pip-Boy 3000 halt. Wenn du das nicht weißt, dann kann ich dir keine Antwort drauf geben. Und dann diese 111 auf dem Rücken, weil der aus dem Vault kommt. Das Gewehr sieht auch irgendwie aus wie ein Gewehr, was man schon kennt. Ja, mach mal weiter. Was ist links? Stopp. Dieses Rote? Ist das vielleicht das Schiff, das gestrandete? Was das könnte auch so eine Flugzeugnase sein. Mhm. Sieht das so aus ein bisschen, also... Auf jeden Fall sieht man im Hintergrund eine Großstadt mit Hochhäusern. Das müsste ja die sein, die man vorher auch schon gesehen hat, oder? Wo es jetzt, sag ich mal, Großstadtruinen gab es da gar nicht so viel eigentlich, außer jetzt in New Vegas halt. Ganz kurz, Max Zilch, der letzte Epi-Boy, hatte drei Knöpfe, dieser nur einen. Ah, vielleicht ist das wie mit dem iPod, dass das ein Click-Wheel ist. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Dann könnte es aber halt auch relativ kurz danach erspielen und nicht... Ja, was ist das für eine Waffe? Ist das so eine abgesägte Shotgun? Oder ist es so eine Rifle? Let's go. Sieht man nicht richtig, oder? Ah, warte doch. Ah, doch, das ist die Rifle, die auch am Die man vorhin auf dem Bild gesehen hat, ne? Ja, ich glaube, so eine Repetier-Rifle oder so. Oh, nee, warte mal, guck mal. Das ist eine Energiewaffe. Moment. Na, sagst du auch, Energiewaffe. Ey, klar, Energiewaffe. Ja, das ist eindeutig. Richtig. Ja. Gott. Gut, dass du da bist. Das ist der Rex. Der war schon vorhin auch schon gezogen. Ich spiele Tobias Moretti. Alles Hans dabei. Lass mal weiterlaufen. Ja, das war's ja eigentlich schon, oder? Ja. Müsste es gewesen sein, oder? Und dann nur noch die Konsolen, das erscheint. Die Hundszene kommt noch. Es kommt noch eine mit dem Hund jetzt. Der Julius geht von ab. Doch, nee. Der Hund. Nee, der Hund war. Das war schon. Sicher? Da. Das kommt keine. Ach, das war schon. Ja. Haben wir fertig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ultra gehypt. Ja, also ultra gehypt. Weil es halt auch ein geiler Trailer war und nicht wieder nur so ein 30-sekündiger Boom-Bang-Schrift, das war's. Was mich übrigens wundert, ich hätte jetzt mit so einem total. 30 Sekunden maximal Teaser. Und dann kommt so ein 3-Minuten-Ding mit wirklich Ingame und vielen Szenen. Aber das heißt ja dann auch, dass es, wenn sie das sich nicht für die E3 aufgespart haben, dann wird es ja auf der E3, wie damals bei Fallout 3, schon eine richtige Demonstration dann geben. Es wird Gameplay zu sehen sein. Ja, dann hat sich das gerückt. Ich jetzt mal, ja. Jawohl. Ja. Sind wir durch. Da würde ich sagen, ja, eine gute Sache. Trotzdem eine Stunde ordentlich diskutiert, beziehungsweise analysiert. Vor allem ihr beiden, da bin ich euch sehr dankbar, weil ich kenne mich bloß ein bisschen aus, wie gesagt. Aber geile Sache, weil selbst ich als Nicht-Experte... Ich hätte jetzt gerade wieder total Bock, einen Dreier zu spielen. Ja. Oder mit dir Batman. Ich habe übrigens ein Einstecktuch geschenkt bekommen von einem lieben Zuschauer oder einer lieben Zuschauerin. Das lag hier die ganze Zeit rum. Ihr habt mir das nicht gegeben, ihr Schweine. Ja. Ne? Da kann man auch nichts dagegen sagen. Daher. Ja, dann würde ich sagen, der Nino verkabelt sich. Wir gehen dann über zu Come on. Und. Adrian, du müsstest mir das Ding noch ausdrucken mit den. Ja. Danke. Ich suche mir gerade noch ein Mikro zusammen. Ja. Mikro habe ich schon mal gefunden. Hat der Mikrobaukasten schon durchsucht? Ja, es fehlt noch dieser Magnet. Hat der Michi einen Magnet? Der Michi hat eine Klammer. Du hast einen Magnet. Das ist nee, ich brauche einen Magnet. Aber? Kann man kaufen. Würde ich sagen. Mir ist es echt, ich habe nichts gesehen, wo ich dachte, blöd. Nee, überhaupt nicht. Ich fand jetzt alles echt super interessant und cool und will am liebsten da jeden Meter umgraben und ewig spielen. Ja, und richtig geil ist halt wirklich, dass es ja dann bald noch viel mehr Infos gibt auf der E3. Also dann weißt du auch genau eben, hast du wieder dein Wet-System. Ja. Wo spielst du? Ja gut, das ist ein Boston-Spiel, wissen wir ja mittlerweile. Gibt es vor allem auch das Special-System wieder, also diese Charakterwerte-Aufteilung. Ja, stimmt. Dankeschön. Was ja auch recht wichtig ist dafür, wie unterschiedlich du das Spiel spielen kannst. Also ob du es mehr oder weniger so als charismatischer Pazifist irgendwie spielen kannst oder ob du es als menschenfressender Drecksack spielen kannst oder so. Das ja, die haben das bestimmt gut ausgebaut alles nochmal. Da gab es doch, wie waren das mit den Skills? Du hattest doch diese speziellen, wie hießen die? Ich wollte mal Peaks sagen. Perks, danke. Oh. Genau. Und gab es da nicht noch was zusätzlich? Die ganz normale... Punktverteilung? Ja, genau, du hast deine normalen Charakterwerte. Schon, gell? Okay. Du konntest halt Fähigkeiten auch steigern.
was ich, schießen, Schlösser knacken, und dann gab es eben zusehen nochmal Perks, also zum Beispiel ist besonders gut mit Gewehren oder heilt, wenn er radioaktiv verstrahlt wird, Hitpoints hoch, weil ich fände auch so geil, wie diese Vault Boy Grafiken dazu immer aussehen. Ja, ja, die sind der Hammer. Also das ist ja eh, das ganze Design ist halt wieder fantastisch. Hallo! Hallo, Nino! So, steigt ihr da schon mal? Hört man mich denn jetzt schon? Noch nicht, ich muss kurz checken. Also, könnt ihr den Tisch ein bisschen rüberziehen, dass Nino da ist? Nee. Du brauchst auch den Laptop, Nino. Deswegen muss ich dir den mal reichen. Ach so, ja. Warte mal. Dann können wir das... Ja, Wahnsinn! Oh, Gott, das will Nino! Hey. Nino! Ja. Nicht, dass der Kopf wackelt, Vorsicht. Ja. Ja, hey! Ja, sag ein... Schön. Was, ich soll mich nackig machen? Zackig, nackig. Ach so. Ja. Also ich dachte, du machst dich zackig, nackig. Heute nicht. Ja. So. Immer noch 1661 Zuschauer. Oh ja. Das heißt, dein Eintreffen hat 800 Leute verjagt. Okay. Oh, nee, der Kerl kommt. Ja, nix wie weg. Super, aber das ist doch super. Cool. Freue ich mich. Sehr gut. Wir waren schon mal, was war der Peak? 2200 irgendwas? Ja. Saugeil von euch, Leute, dass Toll. Ihr da das ist wirklich zuschaut. Freut mich auch sehr. Das heißt, sowas könnte man dann eigentlich öfter machen. So wenn sowas, total, ja. Also wenn Live-Reaction-Videos und klar, Analysen. Also Live-Analyse ist super, super geil. Hat total Spaß gemacht. Michi, vielen, vielen Dank auch an dich und natürlich auch an Julius. Du bleibst jetzt aber noch hier, oder? Ja. Ja. Bloß ja. Wir müssen ja einen Cut irgendwann machen. Was ist das jetzt hier? Das sind deine Fragen. Ich habe ja neben dem Chat noch zwei Fragen vorbereitet, die wir auch noch diskutieren könnten kurz. Das heißt, wir machen jetzt so weiter, dass wir Fragen aus der Community beantworten, genau, die uns live gestellt werden, und dann haben wir noch so Backup-Fragen, ist das ja richtig, die wir ja unbedingt klären wollten? Ja, die ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr interessant fand und halt auch gerade so ein bisschen tagesaktuell. Ja, genau. Sollen wir damit mal loslegen? Ja, ich müsste ein bisschen Cut machen, weil wir das ja als eigenes Ding... Okay, also so ein Fake-Cut. Ja, mal wieder den... Dann verabschiedet euch doch mal für den Fake-Cut. Servus und Papa! Servus und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, die Leute glauben jetzt, wir das, ja, wir hören. Aber wir auf. Machen jetzt trotzdem schon mal einen Cut für YouTube quasi. Also. Ja. Jetzt können wir den Cut für YouTube machen. Cut für YouTube.